Und was ist das Beste an einem Dreigangmenü? Das Dessert. Und ich habe mir für Sie ein tolles Dessert ausgedacht. Eine Tonkabohnen-Panna-Cotta mit Erdbeeren und ein Basilikum-Minzpesto. Wir beginnen als erstes mit unserer Panna-Cotta, denn die dauert am längsten. Einen halben Liter die Sahne und etwas Zucker und die Tonkabohnen. Die Sahne ist jetzt einmal aufgekocht. Gekochte Sahne heißt ja Panna-Cotta. Ich löse jetzt die Gelatine in unserer Sahne schön auf und den Rest erledigt der Kühlschrank. Kommen wir nun zu unserem Basilikum-Minzpesto. Und während die Walnüsse in der Pfanne rösten, können wir uns schon mal dem Basilikum und der Minze widmen und wir machen ein süßes Pesto. Und dazu brauchen wir etwas Zucker. Jetzt noch einen Schluck Öl dazu. Ja, unser Pesto ist fertig. Die Panna Cotta holen wir jetzt aus dem Kühlschrank und dann geht's auch schon ans Anrichten. Unser leckeres Dessert ist fertig. Die Panna Cotta von der Tonkabohne mit Basilikum, Minzpesto und frischen Erdbeeren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und frohe Ostern.